Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sloxicon Quiz. Hallo. Heute mit Bram, Jay, Peter und Sam. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Andi. Ja, ich freue mich auch. Ich darf das heute mal moderieren. Ich erkläre euch auch nochmal die Regeln, falls ihr die vergessen habt. Ihr bekommt jetzt gleich entweder eine Marke genannt oder einen Begriff aus dem Duden. Ihr müsst mir dann entweder den Slogan dazu nennen oder die Beschreibung aus dem Duden. Die richtige wird immer drunter gemischt und ihr müsst euch dann nacheinander dafür entscheiden, was denn der richtige Slogan oder die richtige Beschreibung ist. Ihr habt immer 30 Sekunden Zeit. Okay. So, ich mache hier auch schon mal den Timer viel zu ready. Wenig Zeit. Das habt ihr euch so ausgedacht übrigens. Ja, ja, das, ne? Also, das ist das Schöne. Wir haben uns das, also wir machen das so, aber wir meckern trotzdem drüber. Ja, ich weiß, ja. Habe ich auch schon gemerkt. Okay, ihr dürft euch jetzt zuallererst einen Slogan ausdenken. Und zwar für das Apple MacBook Pro 13 Zoll. Das Apple MacBook Pro 13 Zoll. Einen Slogan. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt. 30 Sekunden laufen. 2, 1 und die Zeit ist rum. Und ihr dürft mir jetzt einmal euren Slogan schicken, jeweils, und dann werde ich die jetzt hier wunderbar einfügen. Das war ja mal wieder zeitlich gesehen ganz easy. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, was man wohl so dann macht. Vor allen Dingen für so ein spezifisches Produkt. Du hast bestimmt geschrieben, der faule Apfel oder sowas. Ja. Okay. Das war genau mein Slogan. Ich muss leider nochmal dazwischengrätschen. Meine Kamera ist wieder abgeschmiert. Okay, ihr seid fertig. Dann kommen wir jetzt zum ersten Slogan. Und der erste Slogan lautet: Für jeden Pro das perfekte Gerät. Unser zweiter Slogan lautet: Peter hat gelacht. Große Leistung im kleinen Gehäuse. Unser dritter Slogan lautet: Immer pro unterwegs. Der vierte Slogan: Ein Orkan an Technik. Was? Okay, wer war gerade irgendwie am und Orkan der unterwegs, ey. Fünfte Slogan lautet klar und deutlich. So. Was? Das sind die Slogans. Einer ist richtig, die anderen sind jeweils von einem von euch. Und wie beginnen. Ist das Ding, was wir nochmal da verslogen sollten? MacBook Pro. 13 Zoll. Apple MacBook Pro 13 Zoll. Das 13 Zoll ist ganz wichtig. Okay. Bramen, du beginnst. Okay, du hast gerade nochmal erwähnt, dass der 13 Zoll ganz wichtig ist. Große Leistung im kleinen Gehäuse wird ja dann passen, weil 13 Zoll sind ja nicht so groß. War einfach nur eine Aussage. Ah. Ein Gag, so, könnte man das okay, auch gehen wir mal ganz kurz durch. Klar und deutlich ist kein gutes Display, ein Orkan an Technik. Würde Apple sowas machen? Ist doch bestimmt wieder so, genau, immer pro unterwegs. Nimm die 2. Bramen nimmt die 2. Alles klar. Okay, dann kommen wir zu Jay. Jay, was sagst du denn? Hört sich nach IT Bram an, was er da in Vorschlag 2 genommen hat. Ich sag, ich finde, ich mag. Ah, also ich mag 3 und 5 am liebsten. Weil ich habe das Gefühl, dass 3 und 5 am ehesten nicht von einem von uns ausgedacht ist. Ich muss aber sagen, 1 finde ich auch kreativ, aber Pro wird man niemals irgendwie benennen bei Apple, keine Ahnung. So, würdest du Pro, also ist ja Profi, aber nee. Pro unterwegs. Ah, gut, das ist halt vielleicht ist das ja dann doch, boah, ist schwierig. Klar und deutlich geht aber auch. Ja, ich mach einfach mal, ich mag 3. Ich finde 3 super. 3 soll Punkte kriegen. Könnt selbst wenn das einer von euch ist. Alles klar. Dann Peter. Ich finde das alles so schwierig. Klar und deutlich hätte ich jetzt vorher gedacht, das ist doch nicht für Laptop eine Werbung. Klar und deutlich. Das ist für eine Brille eine Werbung. Das kannst oder? Du bei Switch machen, ja. Bei der OLED. Ja. Aber machen die das wirklich, weil die da irgendwie neuen Bildschirm da eingebaut haben? Das hat Bram dann ja gesagt, so nach dem Motto, okay. Weil wer von uns schreibt, wenn der einen Laptop genannt bekommt, klar und deutlich dahin? Das ist ja total unlogisch. Und deswegen für mich die wahrscheinlichste Antwort, die wir nicht genommen haben. Aber
Es kann sein, dass einer von uns nicht verstanden hat, dass das hier um Laptop geht. Und deswegen vielleicht klar und deutlich genommen hat. Das, ich nehme die bescheuerste, aber deswegen vielleicht auch am ehesten nicht unsere. Ich nehme den Vorschlag 5. Du Bilder, Quatsch. Alles klar. Und Sepp. Das ist schwierig. Wie Peter schon gesagt hat, klar und deutlich ist wirklich dumm. Aber geht vielleicht um ein richtig mega geiles Bildschirmgedöns. Dass das immer klar und deutlich ist. Klar und deutlich die Number One ist. Aber immer Pro unterwegs finde ich auch gut. Aber es kann sich jemand ausgedacht haben. Er war smart. Also traue ich auch Jay zu, dass er da sein eigenes noch nimmt. Aber es ist gut geworden. Aber ich bin da ganz bei Pete und nehme auch die 5. Okay. Nein, oh Gott. Sehen wir damit gleich wieder. Haben wir alle verteilt. Vorschlag Nummer 1. Da hat sich niemand für entschieden, für jeden Pro das perfekte das echt, Gerät. Ne? Und dieser Vorschlag kam von Sepp. Ja. Ja. Da muss man gar nicht so eine Pause zwischenmachen, ist akzeptiert. Ja, ich finde den Slogan ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist leider nicht der echte. Ja, brauchst du halt, du bist nicht dumm genug. Pro ist Gamersprache und Apple ist nicht Gaming. Was? Aber das heißt Pro. Das heißt Pro. Ja, also. Ich weiß, aber Pro ist für mich, für jeden Pro. Die benutzen Pro, das nicht. Das ist, für jeden Pro ist halt, das ist Gaming-Sprache. Aber Pro ist doch vom Professional einfach nur Verarbeiter. Ja, aber jeden Pro. Ja, Jonathan, okay, ist das so. Ja, verstehe, Jonathan. Würde Apple tatsächlich, glaube ich, niemals benutzen. So. Richtig. Dafür bekommt Sepp keine Punkte. Vorschlag Nummer 2. Da hat sich Bram für entschieden. Große Leistung im kleinen Gehäuse. Das ist sein eigenes Und das Teil. Ist nee. Von Peter. Ah, habe ich echt die Bram bekommen, aber er mich auch. Deswegen ist das okay. Damit bekommt Peter einen Punkt, richtig? Richtig. Das ist richtig. Sehr gut. Okay, dann Vorschlag Nummer 3, immer Pro unterwegs. Hat sich Jay für entschieden und dieser Vorschlag ist der originale Slogan. Mann! Das hat Jay selber genommen, Mama! Warst du nicht selber gesagt, Apple wird niemals Pro? Einschreiben? Alter, immer du verstehst Pro immer noch nicht. Du raffst es nicht. Nee. Unfassbar. Aber, ja, finde ich einen legitimen Einwand. Aber okay, das ist der originale Slogan. Das heißt, Jay bekommt kommt auch einen Punkt. Ja. Ja. Habt ihr? Okay, sehr gut. Okay. Damn it. Vorschlag Nummer 4 hat sich niemand für entschieden. Ein Orkan an Technik. Der war auch dieser kacke, Vorschlag. Ja, der war kacke, aber ich hatte irgendwie so eine leichte Brise an Technik erst. Da dachte ich so, ja, das ist ja voll scheiße. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass da irgendwas mit Airbook noch war oder sowas. Dann habe ich euch beiden noch, während ich es selber gemacht habe, erklärt, wie dumm das ist. Das ja, ich habe halt wirklich irgendwie im Kopf gehabt, dass es irgendwas noch mit Airbook war oder sowas. Ja, es gibt auch ein MacBook Air. Ja, aber das, ja, deswegen habe ich direkt an irgendwas mit Wind gedacht, aber das war dumm. Und damit ist auch klar, der letzte Vorschlag, für den sich Peter und Sepp entschieden haben, klar und deutlich, kommt von Brammen. So und damit Brammen 2 Punkte. Hey, Jay, du lagst auch falsch. Du dachtest, große Leistung im kleinen Gehäuse ist meins. Ja? Ich habe euch alle gekriegt. Und du hast vorher gesagt, 3 und 5 bin ich beide gut. 50 und ich nehme die 3. Ja, und damit führt Brammen aktuell mit 2 Punkten. Jay und Peter jeweils 1 Punkt. Und als sich niemand für Sepps Vorschlag entschieden hat, Sepp aktuell 0 Punkte. Ja, so, jetzt immer alles Kleinschreibung, oder? Jetzt kommt der erste, ja, das ist jetzt wieder die Frage. Jetzt kommt unser erster Begriff aus dem Duden, für den ihr mir bitte eine Beschreibung gebt. Diese Beschreibung, so viel sage ich euch, fängt in diesem Fall ausnahmsweise mal mit einem Großbuchstaben an. damit es nicht so auffällt, so viel sage ich euch. Und es geht um die Straßenverkehrszulassungsordnung. Die Straßenverkehrszulassungsordnung, was steht da hinter diesem Begriff im Duden? 30 Sekunden ab jetzt. Und die Zeit ist abgelaufen, 30 Sekunden sind vorbei. Und ihr habt mir alle auch etwas geschickt. Sehr schön. Okay, dann kommen wir zum ersten Vorschlag. Und der lautet, die Straßenverkehrszulassungsordnung ist die Ordnung zur Regelung vom Straßenverkehr.
Dann haben wir den zweiten Vorschlag, der lautet: Sammlung aller Ordnungsvorschriften über den Straßenverkehr. Als dritten Vorschlag haben wir: STVO, auch genannt, bildet die Grundlage für den Straßenverkehr. Als vierten Vorschlag haben wir: Gesamtheit der Vorschriften über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr. Und der letzte Vorschlag lautet: Kann in jeder Kreisverwaltung beantragt werden. So, das sind alle Vorschläge und diesmal beginnt Jay. Das ist ja mega. Für, kannst du noch mal einmal bitte sagen, für was das ist? Die Straßenverkehrszulassungsordnung. Okay, die Straßenverkehrszulassungsordnung. Das heißt, 1, 2, 3 ist von Peter, Sepp und Brammen. Das heißt 4 oder 5. Ich nehme die 4. Jay nimmt die 4, alles klar. Ist ja einfach. Quatsch. Peter nimmt auch die 4. Da steht ja drin, Regelung von, das ist für die Straßenverkehrsordnung, ihr Idioten. Wir haben die Straßenverkehrszulassungsverordnung. Das ist was anderes. Das ist TÜV und so. Dass du dein Auto anmeldest. Also Peter hat sich auch für Vorschlag Nummer 4 entschieden. Ah, dann kommen wir zu Sepp. Ja, dann nehme ich auch die 4. Das klingt irgendwie logisch. Und der Braminator ist der letzte. Ja, yeah, die STVO wird es nicht sein. 1, 2, 3, PLJ hat die 4, 5 gemacht, also nehme ich auch die 4. Okay, das ging schnell. Ihr seid zum Pfeifen, ey. Ja, du, was hast du denn geschrieben? Ja, was denn? Wenigstens das Richtige. Im Duden steht, kann in jeder Kreisverwaltung beantragt werden. Ja, kann ja sein, dass das der erste Spruch ist. Wir sind so Würste, ey. Das ist also vernünftiger als deins. Und Hauptsache mal alle anderen blamen, man selber ist ja, nie zu doof. Recht. Ich mach's kurz, ihr habt euch alle für den richtigen Vorschlag entschieden. Also jeder von euch bekommt hier einen Punkt. Sehr schön. Ihr ich habt dachte richtig erst, erkannt. Als die ersten drei kamen, dachte ich, hab ich das falsch verstanden. Der letzte Vorschlag, Vorschlag Nummer 5, ist auch von Jay. Habt ihr richtig erkannt. In 30 Sekunden konnte ich mich nicht entscheiden, ob das ist oder nicht. Ja, Vorschlag Nummer 1, Ordnung zur Regelung vom Straßenverkehr, kommt von Peter. Jay haben wir eben schon genannt. Sepp hat Vorschlag Nummer 3 eingereicht und von Brammen ist Vorschlag Nummer 2. Ja. Nice. Sehr schön. Habt ihr alle richtig erkannt. Jeder einen Punkt. Damit führt Bram weiterhin mit 3 Punkten. Hat sich ja nicht viel verändert. Okay, wir kommen zum nächsten Slogan, den ihr mir bitte nennt. Und zwar, Groß-Klein. Es geht um eine Stadt. Eine Stadt kann auch einen Slogan haben, und zwar die Stadt Warstein. Oder der Ort, wie das die geschrieben? Stadt, wie auch immer. W-A-R... Nein, Entschuldigung. Groß oder klein? Alter, Anfang. Der es Slogan. Geht ja um einen Slogan. Also der wird groß. Okay. Das bleibt dir überlassen. Es geht um einen Slogan, den diese Stadt hat. Warstein, W-A-R-S-T-E-I-N. So viel verrate ich euch. Und ihr habt 30 Sekunden Zeit. Und du sagst nicht, ob es mit Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben anfängt? Soll ich das sagen? Ja, das musst du immer sagen. Ja. Okay, es beginnt mit einem großen Buchstaben. So viel kann ich euch sagen. Und keinen Punkt am Ende. Es ist ein Slogan. Also ja, das ist trotzdem immer wichtig. Also die beiden Sachen müssen wir immer wissen, vor jedem. Okay, großer Buchstabe und kein Punkt am Ende. Okay. Warstein, der Slogan dieser Stadt, dieses Ortes, dieses Dorfes, wie auch immer, 30 Sekunden ab jetzt. 5 Sekunden. 2. 1 und Zeit ist vorbei. Ah, nee, das ist nicht gut. Okay. Voll geil, dass Warstein einen eigenen Slogan hat. Finde ich auch gut. Ja. Also, unser erster Vorschlag lautet: Grüne Stadt mit Zukunft. Der zweite Vorschlag ist: Wie die Stadt, so das Warstein. Finde ich gut. Ey, vielleicht haben die das ja geklaut. Der dritte Vorschlag lautet: Die schönste Stadt der Eifel 2021.
Der vierte Vorschlag ist Natur, die schmeckt. Ist das überhaupt in der Eifel, richtig? Und Vorschlag Nummer 5. Durstige sind willkommen. So, das sind alle 5 Vorschläge. Boah. Einer davon ist nur richtig. Alter, die sind teilweise echt gut. Alle Kacke. Was? Ich finde die eigentlich gar nicht so scheiße alle. Ich finde das richtig schwierig. Ja, und Peter, du darfst auch direkt beginnen. Ich weiß nicht, ob... Also wahrscheinlich kommt das Bier aus Warstein, aber ich könnte nicht mal wissen, wenn dem so ist. Ja, Peter, das wird wahrscheinlich mittlerweile... Peter, das ist wie Bitburger, das kommt aus Bitburg. Ja, aber das wird wahrscheinlich... Das wird schon Sinn ergeben, ne? Also Vorschlag 2 ist halt der Spruch von Jever, das kann ich mir nicht vorstellen. Die anderen beziehen sich nicht aufs Bier, außer 5, das wäre dann ein Joke. Grüne Stadt mit Zukunft... Natur, die schmeckt, finde ich halt geil für so einen Stadtslogan, Alter. Aber eins ist so total allgemein. Kann ich Natur, die schmeckt, auch auf das Warstein so ein bisschen bezogen sein? Ja, klar, aber was denn sonst? Weil du isst ja die Stadt nicht. Also, das ist ja ausschließlich dann wahrscheinlich darauf bezogen. Nee, oder? Du kannst ja auch Natur erleben und schön finden, glaube ich. Ja, aber dann im Sinne von, das schmeckt, oder was? Ja, oder? Vielleicht sagen die halt so da in. Dann müsste das schön Natur, das schmeckt. Ja. Das ist ja alles Wert von das Flens. Also richtig schwierig. Ich tue mich total schwer und nehme Vorschlag 1. Also die eigene? Ja, vielleicht. Okay, dann Sepp. Die Stadt Solat Warstein ist wirklich geklaut. Schönste Stadt der Eifel, so aktuell sind wir nicht. Wir werden noch nicht jedes Jahr ihren blöden Slogan überarbeiten. Immer am 1.1. Willkommen ist Quatsch. Grüne Stadt mit Zukunft ist gut und Natur, die schmeckt, ist irgendwie komisch. Ach komm, ich nehme auch die 1. Alles klar. Damit Brammen. Du bist der Nächste. So, ich mache mal die Prediction, dass die 1 richtig ist und die 3 ist von Jay, die 4 ist von Sepp und die 5 ist von Peter. Und hier ist die 2 oder was? Und dementsprechend, weil alle was mit Bier zu tun haben oder dieser schlechte Spruch, oder die Eifel auch schön ist, nehme ich auch die 1. Damit ist Jay der Letzte. Oder guter Bait. Versuche halt immer irgendwo auch so, ich sag mal, Logiklücken zu finden in den Slogans. Und es müsste ja heißen, also wenn es wirklich, ne, es ist ja, 2 ist ja wie die Stadt so das Jever, aber das müsste ja das Warsteiner heißen eigentlich. Logischerweise. Bei Vorschlag 4 müsste das doch Natur, die schmeckt heißen. Theoretisch. Oder? Weiß ich nicht hundertprozentig. Und Durstige sind willkommen. Da müsste das Willkommen, das W groß geschrieben werden. Glaub ich. Weiß ich aber auch. Nee, war, ich weiß es nicht. Hundertprozentig. Also ist für mich eigentlich nur 3 und 1 möglich. Von dem, was halt logisch ist. Und ich weiß natürlich, dass ich 1 selber gemacht habe. Von daher ist ja eigentlich die 3 logisch, oder? Ich nehme die 1. Okay, Jay nimmt die 1, das heißt, bitte. Alle haben sich für Vorschlag Nummer 1 entschieden. Und auch hier können wir es kurz machen. Lieber Bram, du bekommst 100 Internetpunkte, denn ich glaube, du hast alles richtig vorhergesagt. Nice. Ja. Also Vorschlag 1 ist der korrekte, wie die Stadt, so das Warstein. Das kommt von Brammen, die schönste Stadt der Eifel ist von Jay. Natürlich die Schlecht ist von Sepp und Durstige sind gekommen ist von Peter. Ja, das heißt, ja, aber auch wirklich in meinem Kopf so die ganze Zeit: Warsteiner. Und ich so: Nein, die Stadt identifiziert sich bestimmt nicht nur mit dem Bier. Warsteiner. Aber ich fand grüne Stadt mit Zukunft, fand ich halt, als ich das erste gehört habe, dachte ich so: Ja, das könnte halt so für, keine Ahnung, irgendeiner Hunderttausender Stadt sein. So, das wäre halt logischer, aber doch nicht so eine kleine Pissstadt wie Warstein. Ja, aber alles andere bezieht sich halt auf Bier. Ja. Also, ich kann euch so viel sagen: Warstein. Liegt in Nordrhein-Westfalen, hat im Kreis hat Soest, hat 24.325 Einwohner. Das ist auch nicht Eifel, ne? Doch, Warstein ist Eifel.
Ja, aber ich dachte mir, Jay ist der Einzige, der das wissen kann, dass er in der Eifel ist. So eine Scheiße. Ich weiß von dem, was Jay der Typ ist. Eifel ist auch schön. Also das ist keine Eifel, Jay. Oh, scheiße. Also, das ist wirklich... Ach, das ist eine Eifel. Von Jay war sicher, was ich habe. Ich war mir ziemlich sicher. Ja, damit wieder alle einen Punkt. Es hat sich wieder nichts verändert. Bram führt weiterhin mit vier Punkten. Ja, scheinbar heute schon. Und wir gehen direkt zum nächsten. Es ist ein Begriff aus dem Duden. Die Beschreibung beginnt mit einem kleinen Buchstaben ohne Punkt hinten dran. Und das Wort, und das ist ein sehr schönes Wort, ich kann es auch ein paar Mal sagen, es ist Schlammpampen. Was? Also alles zusammengeschrieben Schlammpampen. Wird das Wort groß oder klein geschrieben? Das Wort wird klein geschrieben. Ich kann es euch auch buchstabieren. Es beginnt mit S-C-H-L-A-M-P-A-M-P-E-N. Schlammpampen. Die Beschreibung bitte von euch. Kleiner Buchstabe am Anfang. Kein Punkt hinten. 30 Sekunden ab jetzt. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist vorbei. So. Ihr habt mir auch alle was geschrieben. Sehr schön. Dann beginnen wir. Der erste Vorschlag. Schlammpampen. Ich schreibe das auch gerade noch mal hier hin. Ich glaube, das macht auch Sinn. Schlammpampen. So können die Zuschauer. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Der erste Vorschlag lautet: Im Sand mit Wasser spielen. Der zweite Vorschlag ist Schlemmen. Der dritte Vorschlag lautet regionalbürgerlicher Ausdruck für Analverkehr. Vorschlag Nummer 4. Eine Fitnessübung schlecht ausführen. Und Vorschlag Nummer 5 ist schnelle Abpumpungsmethode von Schlick. Schlammpampen. So. Und Sepp beginnt. Okay, I like. Also die 3 kommt von Bram, finde ich sehr kreativ. Einfach nur schlemmen ist komisch. Im Sand mit Wasser spielen. Fitnessübung schlecht ausführen. Schlick. Das ist alles. Ist auf die 3er. Die 4 glaube ich auch nicht. Ah. Ich nehme. Oh, das ist doof. Hat für mich. Einfach aus dem Bauch raus im Zweifel. Das ist immer gut, dann kriegen die anderen die Punkte. Ich nehme die 1. Dann kriegen die anderen die Punkte. Ah, okay, jetzt kriegt keiner die Punkte. Ja, richtig. Numero uno. Und wir kommen zum Ram. Also, ich tendiere gerade hart zu 2, weil das einzige ist, also nicht, ich kenne die Bedeutung nicht. Könnte also theoretisch von der Bedeutung her alles sein, aber die 2 ist das einzige, was nur mit einem Wort beschrieben ist, dementsprechend fällt das so raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir alle auf die Idee gekommen sind, aufgrund der Straßenverkehrszulassungsverordnung, die wir vorhin hatten, wo wir auch mehr geschrieben haben, dass jetzt das einfach nur ein Synonym ist für Schlemm und dementsprechend nehme ich die 2. Möglich, oder einer hat dich richtig hart geil reingebaitet. Oder einer hat mich richtig hart gebaitet, aber das ist mein Gedankengang, den ich jetzt mal frühzeitig, bevor Jay und Peter dran sind, nochmal gedroppt habe, damit die damit einfließen lassen können. Schauen wir mal, ob das eine Hilfe ist, eventuell oder auch nicht, oder also, Verführungstaktik für Jay. Wenn es sich um Schlamm handeln würde, würde man es auch mit 2M schreiben. Das heißt, 1 ist weg und 5 ist weg. Daher nehme ich 2 auch. Okay, dann ist Peter der Letzte. Ist das dann Schlammpampen? Keine Ahnung, aber Schlammpampen würde ich mit 2M schreiben. Ich glaube, 1 ist von Sepp, 3 ist von Bram, 4 ist von Jay und 5 ist von Peter. 2 ist richtig, ich nehme auch die 2.
Selbe ist halt mit Schlampampen. Ich dachte, wäre das mit U geschrieben worden, hätte ich, glaube ich, Punkte bekommen. Wenn es mit U. Wenn es Schlumpampen heißen würde. Wenn Schlampumpen heißen würde. Ach so. Mein okay, Schlampen. Damit haben alle ihre Antworten abgegeben. Sepp hat sich mit Vorschlag 1 für seinen eigenen Vorschlag entschieden. Ach so. Das kommt von Sepp. Das war alles doof. Schlimm. Bram und Jay und Pete haben sich entschieden für Vorschlag 2 und das ist auch tatsächlich der richtige. Okay. Schlemmen ist der richtige, die richtige Beschreibung im Duden. Schnellabholungsmethode von Schlimm. Kommt nee, aber das war auch Peter. Wirklich der. So Fitnessübung, Vorschlag 4 kommt von Jay, noch das gerade fertig zu machen. Und die Nummer 3 kommt natürlich von Bram. Wenn wir gewusst hätten, dass das nur ein Wort ist, was da steht in der Lösung, dann wäre das vielleicht schwieriger gewesen. Ja, stimmt. So ist das halt voll rausgefallen. Ja. Ja, jetzt weißt du, dass alles möglich ist. Ja, nächstes es ist Mal alles beim möglich. Duden alle schreiben ein Wort. Ja. Bram führt weiter mit 5 Punkten, Jay und Peter mit 4 und Sepp aktuell mit 2 Punkten. Wir kommen zum nächsten Slogan, den ihr mir bitte nennen sollt. Und der Slogan ist von der FDP Berlin. Es ist, beginnt mit großen Buchstaben, endet mit einem Punkt. Es ist die FDP Berlin, der aktuelle Slogan der FDP Berlin. Großer Buchstabe am Anfang, Punkt am Ende. 30 Sekunden Zeit, ab jetzt. 10 Sekunden. Klein und Punkt, ne? Groß und Punkt. 3, 2, 1. Und die Zeit ist vorbei. Und wir beginnen mit dem ersten Vorschlag. Die FDP Berlin. Der Slogan lautet: Keine Enteignungen. Oder. Ist da ein Punkt hinter oder ist da Dreck auf meinem Bildschirm? Der Slogan der FDP Berlin lautet: Vorschlag 2, mehr Geld in der Tasche. Oder lautet der Slogan der FDP Berlin: mehr Geld für jedermann. Ich glaube, es geht um Geld bei der FDP. Oder lautet er: Vorschlag 4, liberal und frei. Oder Vorschlag Nummer 5, lautet er: wählen wir neu. Und wir beginnen diesmal erneut mit Brammen. Wait, what? Fangen wir nicht mit Brammen? Ja, ich war ja gerade jetzt Brammen. Das ist richtig, ja. Jo. Ja. Tja. Ich weiß leider gerade nicht genau, was ich sagen soll. Das ist mein Problem. Deswegen sage ich ausnahmsweise mal nicht so viel. Ich habe gerade mir versucht, welche Story ich erzählen könnte, weißt du? Aber ich wähle einfach die 5. Okay. Kurz und schmerzlos, Bram für Vorschlag 5, Jay. Das tut weh, dass Bram das jetzt nehmen muss. Jetzt will ich das nämlich nicht mehr nehmen, weil Bram das genommen hat. Weil Peter hat nämlich bei Wählen wir neu gelacht und das ist ja der Einzige, der halt eigentlich daran denken könnte, dass sie ja Neuwahlen haben, weil da irgendwie Scheiße passiert ist. Aber ist das so aktuell? Ja, das ist doch jetzt gerade gewesen. Ja, deshalb. Das ist vielleicht zu aktuell. Ja, aber ich dachte, die dürften dann bestimmt auch nochmal neu werben, oder nicht? Würde ich zumindest verstehen. Deswegen habe ich jetzt Angst, dass das Bram in unserem Lexikon-Quiz so aktuell ist. Das haben wir jetzt doch erst in Auftrag gegeben. Diese Woche. Das müsste ganz frisch sein. Also Andi hat auch gerade gesagt, der aktuelle Slogan der FDP Berlin. Ja, ja. Logischerweise hat die FDP Berlin, die gibt es ja schon länger. Wahrscheinlich hatte die schon mal einen anderen Slogan. Es geht ja vor allem, nicht heißt um ja einen auch die aus der FDP Vergangenheit. Vor allem heißt es ja auch die FDP Berlin. Deswegen tendiere ich halt zwischen 5 und 1. Aber will die FDP nicht die Leute enteignen, damit sie da geile Kaufhäuser hinbauen können? Ich bin gerade verwirrt. Ob das nicht mehr Enteignung müsste das doch heißen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 2 und 3 ist einfach so, dass wie nennt man das? Das Übliche, was man halt denkt über die FDP, dass es um Geld geht. Liberal und frei ist halt so, das könnte FDP Deutschland sein. Boah, ist das schwer. Wählen wir. Schreibt man wir groß.
Dann sage ich jetzt mal 5. Ja, ich mach die 1. 4. Mach aber okay. Trotzdem die 1. Weiß nicht. Wie Jay versucht hat, uns aufs Glatteis zu führen, natürlich will die FDP keine Enteignung, weil die großen Immobilienfirmen ja enteignet werden sollen. Also nehme ich auch die 1. Ah, lol, okay, Entschuldigung, das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, die meinen halt so, ja, die kleinen Leute, die da arbeiten, da scheiß doch, die enteignen wir. Ich dachte auch, dass die Leute, dass Personen enteignet werden. Hä, wer wird denn dann enteignet? Dann habe ich das falsch verstanden. Die ganzen Großunternehmen, ne, ist egal. Also ich hab's wirklich, okay, ich hab's wirklich falsch verstanden dann. Großunternehmen werden enteignet? Erkläre ich dir gleich. Ja, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Baitest du jetzt gerade Peter? Baitest du jetzt gerade Sepp Peter? Ja, ich glaube auch. Also wen juckt denn, also welche Firma wählt denn und sagt, hey, keine Firmen sollen enteignet werden, also... Das juckt doch den Wähler nicht so doll wie persönliche Enteignung. Also ich bin für die 4. Okay, dann kann ich ja jetzt erklären. Ja, erklär mal bitte. In Berlin soll sozialer Wohnraum geschaffen werden, weil das hier alles viel zu teuer ist. Und die ganzen Immobilien mit den teuren Wohnungen gehören halt Riesenunternehmen, Immobilienunternehmen. Die sollen enteignet werden, damit diese Wohnungen wieder an die Stadt übergehen und günstiger vermietet werden können. Ja, das ist richtig, aber auf dem FDP-Plakat an der Frankfurter Allee steht drauf, FDP, wählen wir neu. Ja, ich wollte auch nur, dass Sepp Mainz nimmt. Das weiß ich, Peter. Peter! Das war mir auch ganz klar. Aber es ist trotzdem korrekt. Also, das ist trotzdem korrekt, ja. Dass die FDP keine Enteignung will. Ja, deswegen Vorschlag Nummer 1, keine Enteignung, kommt von Peter. Damit hat Peter seinen eigenen Vorschlag gewählt und Jay nimmt aber auch Peter, warum hast du dein eigenes genommen? Nicht auch wählen wir neu. Damit Sepp das auch nimmt. Ja, ach so, ja, aber dann nimmt meins. Fall auf deinen Trick doch nicht rein, ey. Nee, der fällt auf meinen Trick gerade. Ja, frei wird da doch gleich geschrieben. Oh Mann, ey, nur weil Bram Scheiß 5 genommen hat, sonst hätte ich das genommen. Ja, aber ich wusste ja, deswegen wusste ich auch nicht, was ich sagen soll, ja, weil ich wusste. Ja, dass ihr da regionalen Vorteil habt, das wollte ich jetzt gar nicht so benennen, aber das habt ihr jetzt, so eine Scheiße. Ja, das wäre fast ein Nachteil geworden, weil ihr das mit der Enteignung nicht verstanden habt. Ich hab's das sogar genommen deswegen. Sepp, ja, mehr so, Geld für jedermann kommt von Jay. Liberal und frei kommt von Brammen. Damit Bram auch einen Punkt, weil Sepp sich dafür entschieden hat. Und Bram hat den richtigen Vorschlag genommen. Wählen wir neu ist der aktuelle Slogan der FDP Berlin. Das heißt, noch ein Punkt für Bram. Damit Jay keinen in dieser Runde. Sepp auch keinen. Peter ein. Damit führt Brammen weiterhin mit 7 Punkten. Vor Peter 5, Jay 4 und Sepp 2. So. Das war die FDP Berlin. Wir kommen wieder zu einem Begriff aus dem Duden, den ihr mir bitte jetzt die Definition gebt. Die Definition beginnt mit einem kleinen Buchstaben und endet ohne Punkt. Und es geht um den Begriff, und ich schreibe den hier auch einmal rein, Plempe. Plempe. Scheiße. Wird groß geschrieben P-L-E-M-P-E. Plempe. Eine Definition von euch bitte. Kleiner Buchstabe, kein Punkt. 30 Sekunden ab jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist abgelaufen. Und alle haben mir eine Erklärung geschickt, sozusagen. Wir beginnen mit Vorschlag Nummer 1. Plempe ist eine Abdeckung für Rohrleitungen zum Schrauben. Vorschlag Nummer 2. Plempe ist ein dünnes, gehaltloses, fades Getränk. Vorschlag 3. Ein matschiger Weizenmehlteig. Vorschlag Nummer 4. Faul. Und Vorschlag Nummer 5. Plempe zum Lösen von Verstopfung genutztes Werkzeug. So. Das sind alle Vorschläge und Jay beginnt. Okay. 5 meint doch Pömpel. 2 meint doch Plörre. Jetzt habe ich Angst, dass es wieder einfach faul ist. Aber das wird ja groß geschrieben. Das heißt, das ist eine Plempe. Das heißt, das ist 1 oder 3.
Ich hab Angst, dass ein Sepp ist. Scheiße, Mann! Ist irgendwo ein Rechtschreibfehler da drin? Nein! Natürlich, zum Schrauben! Sepp! Schrauben wird groß geschrieben, weil es eine Zoom-Schrauben geschrieben ist. Das heißt, ich nehme die 3. Okay. Jay nimmt die 3 und Peter ist der Nächste. Ich denke es, Jay sagt es. Ich nehme auch die 3. Gut, dann kommt Sepp jetzt. Boah, hätte er mich fast gehabt, ey. Ich dachte schon so. Kurz davor. Dachte schon so, es muss groß, es muss groß, es muss groß. Richtig mies, weil ich dachte, setz nochmal zum Schrauben hinten dran in letzter Sekunde und hab nicht nochmal drüber geguckt. Das ist mies. Aber Weizenmehlteig, irgendwie kam mir das Feeling, dass Peter das geschrieben hat. Ach, Peter. Fuck you. Also, bei Wagyu? Kochen und so, bei Peter. Ja, nee, das ist Weizenmehlteig, nicht Wagyu. Aber faul ist wirklich ein bisschen dumm. Dünnes, gehaltvolles, fades Getränk. Ich nehme die 2, komm, get it. Okay, schließt mich hier nicht der Mehrheit an. Brammen. Okay, also ich wollte auch erst einfach mit Rohrleitungen schreiben. So, das heißt 2 oder 3. Ganz ehrlich, niemand von uns für dünnes, gehaltloses, fades Getränk schreiben. Das ist aber eine Plempe. Und eine wird da nicht stehen. Da wird dann nur stehen matschiger Weizenmehlteig. Im Duden. Oh, das ist gut. Oh, Jay hat mich getrickst. Da steht nie so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Füllwort nenne ich es einfach mal. Deswegen gehe ich auch mit der 2. Deswegen gehe ich auch mit der 2. Das ist smart. Okay. Ja, also so viel kann ich schon mal sagen. Vorschlag Nummer 3 ist von Jay. Ja, nein. Hallo. Das hat aber auch zu gut gepasst. Ich war wirklich kurz davor, die 1 zu nehmen. Damit hat Jay schon mal einen Punkt. Er hat sie auch selbst genommen. Vorschlag Nummer 1. Von mir. Kommt von Sepp. Genau. Hat er schon gesagt. Genau. Vorschlag Nummer 4 kommt von Brammen. Und Vorschlag Nummer 5. Kommt von Peter, damit ist Vorschlag Nummer 2 der richtige, die richtige Beschreibung. Und damit Sepp und Bram jeweils nochmal einen Punkt. Aber ich hatte auch erst was mit Rohren da stehen. Und hab dann geändert in faul. Das wird sowas wie Plörre heißen eigentlich. Kennt Plempe gar nicht den Begriff dafür. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt deswegen kam ich auch erst auf Rohre. Ich glaube, wir alle nicht, sonst hätten wir was anderes geschrieben. Was. Ja. Damit hat Jay wieder mit Peter gleichgezogen, jeweils 5 Punkte. Das heißt, Hater würden sagen, dass Kölsch Plempe ist? Ja, würden Hater sagen. Oder Helles? Hallo, Helles? Sind wir ja. Das ist ja schon jetzt nicht das stärkste Bier. Hater würden das sagen, natürlich. Aber ich mag Helles sehr gerne. Und Kölsch. Also ich mag Plempe. Oder sagst du das einfach nicht? Dann magst du vielleicht auch unseren nächsten, aber unsere nächste Marke, zu dem ihr einen Slogan euch ausdenken müsst. Und zwar, es geht um Ticketmaster. Ticketmaster, schreibe ich mal gerade hier rein, dann wisst ihr auch, wie das geschrieben wird. Ticketmaster, der Slogan beginnt mit einem großen Buchstaben und endet ohne Punkt. Also kein Punkt hinten, großer Buchstabe vorne. Ticketmaster, 30 Sekunden, let's go. 3, 2, 1. Und der Timer ist rum. Hey. So, voilà. Sollte nicht. Ja, alles gut. Okay, falsche alle Taste haben drücken zum Absenden. Erstmal 3 Komma da gesetzt. Ist doch okay, Bram. Ja, aber beim Numpad auf Enter habe ich jetzt auf die Entferntaste rechts beim Numpad gedrückt. Einfach so, warum geht das nicht? Wir kommen zum ersten Vorschlag. Spaß muss sein. Oder machen wir richtig, Ticketmaster. Spaß muss sein.
Spaß muss sein. So, dann Forscher Nummer 2. Ticketmaster, Spaß für deine Freizeit. Oh Gott. Ja, ich glaube, es geht um Spaß. Spaß. Vorschlag 3. Ticketmaster, Tickets, so einfach. Dann Vorschlag Nummer 4. Ticketmaster, dein Ticket für echte Emotionen. Oder ist es doch Vorschlag Nummer 5. Ticketmaster, unvergessliche Erlebnisse. So. Und beginnen wird jetzt Peter. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Bin ich mal schwerer. Das finde ich auch schwer. Weil das, glaube also, ich, auch was, womit wir was anfangen können. Ticketmaster, Spaß muss sein. Würde ich jetzt mal nicht nehmen. Meinst du nicht, ja? Nee, irgendwie nicht so wirklich. Aber was ich halt auch komisch finde, also erstmal zweimal Spaß. Dadurch, in meinem Kopf ist damit Spaß schon raus, direkt zu Beginn, weil wenn zwei von uns schon die Idee hatten, dann, also, ne? Echt? Tickets, dann ist sie für dich immer direkt raus? Ja, nicht direkt, aber das ist schon so ein Zeichen dafür, dass das unwahrscheinlich ist. Oh, dann ist der 3 und 4 auch raus mit Tickets. Ich denke mir dann immer so. Ticketmaster. Du sagst nicht Ticketmaster, Tickets, so einfach. Das ist dann vom Flow einfach scheiße. Das hört sich mega scheiße an, das stimmt. Ticketmaster, dein Ticket für echte Emotionen geht aber theoretisch. Vom Flow her. Aber schon wieder zweimal Ticket. Na Peter, alles. Dann nimm doch deine 5. Vielleicht könnte ich auch die 5 nehmen, das ist absolut richtig. Ich nehme aber die 4. Nein, okay. Da sprichst du dir und nimmst trotzdem dein eigenes. Dann Sepp. Ein bisschen Spaß muss sein. Unvergessliche Erlebnisse ist doch hier Jochen Schweizer. Oder hier, wie heißt das andere komische? Das ist schon richtig, es ist Jochen Schweizer. Ticket so einfach, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Das kann jedes andere Ticketportal auch. Spaß muss sein, ist ein bisschen lasch. Spaß für Freizeit ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen konkreter. Und ein Ticket für Emotionen ist auch nicht bad. Mir da gefällt, da steht Ticket drin. Peter findet das doof. Ich finde das gut, weil dann Firmen mögen, wenn sie ihren eigenen Namen in ihrem Slogan nochmal wiederfinden. Deshalb nehme ich auch die 4. Ich finde, fand er nur blöd, weil er direkt nochmal dahinter ist. Ticketmaster, Tickets so einfach, das fand ich blöd. Dann Brammen. Also hier wurde auf jeden Fall viel geredet. Ja, das ist immer interessant, weil dann sind die Sachen nicht ganz so offensichtlich. Ganz ehrlich, ja, Ticketmaster, die kommen doch nicht einfach nur mit Spaß an. Und vergesse nicht, Erlebnis, dass ich auch einen Schweißer, dachte ich auch direkt dran. Wobei, vielleicht ist das auch falsch, aber war mein erster Gedanke. Tja, ich war eigentlich auch für die 4. Jetzt sitzen da Peter und Sepp drauf. Das ist natürlich immer eine schlechte Sache. Ah. Peter, du kleiner Onkellutscher, ey. Hast du Sepp mitgenommen? Oder hat's. Nee. Spaß muss sein oder Spaß. Ich glaube von der Erklärungsweise her, weil bei Spaß für deine Freizeit ist ein bisschen mehr drin. Das ist Sepps. Und muss ich, hier wird auf jedes Wort geachtet, was einer gesagt hat. Und deswegen. Ticketmaster. Tickets so einfach. Ja, vom Flow her nicht ganz so gut, das ist richtig. Dein Ticket für echte Emotionen. Klingt so ein bisschen auch wie eine, so eine Dessen-Werbung. Dessen, jetzt Sport, nur für dich oder so. Austauschbar könntest du auch alle bei Eventen machen, das ist auch nicht. Ja. Du würdest ja schreiben Events so einfach, oder nicht, Bram? Ich würde dann schreiben Events so einfach. Events. Ja. Events. Also nochmal ein S hinten dran, wichtig, auch und dann so einfach. Okay. Ja. Aber ich. Kriegst du mich mit der 4? Ja, komm, ich finde die 4 auch am besten. Ich nehme die 4, komm. Vielleicht freust du dich jetzt gerade, Peter sitzt da mit einem Riesenlächeln, ja? Dann hast du mich an den Eier. Okay, dann Jay.
Ticketmaster. Ticketmaster ist wie Bram schon sagte, halt genau das Pendant zu Eventim. Das ist nur aus America. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Ticketmaster halt auch noch. Also, dein Ticket für echte Emotionen hört sich irgendwie super scheiße an. Ja, kann sein. Aber Spaß muss sein, Junge. Wer war das denn nochmal hier, der das gesungen hat? Roberto Blanco. Ah ja, Roberto Blanco. Boah, ich finde das super, super schwierig. Ja. Unvergessliche Erlebnisse hört sich wirklich so an wie Jochen Schweizer. Oder unvergleichliche Erlebnisse oder irgendwie sowas. Wobei, Ticketmaster, unvergessliche Erlebnisse. Ah, Vergess und Erlebnis. Fies. Ah, ach, scheiß drauf, ich nehme auch die 4. Irgendwer wird sich richtig freuen. Okay, damit habt ihr euch alle für Vorschlag Nummer 4 entschieden. Peter geht gar nicht in die Luft. Nee. Jetzt hier als Freund kann Peter kann sich sein, zurückhalten. Oder kann sich zurückhalten, ja. Damit ist Peters Vorschlag von euch nicht genommen worden, denn Peter hat Vorschlag Nummer 5 eingereicht. Unvergessliche Erlebnisse ist von Peter. Von Jay kommt das Spaß legendäre muss Spaß muss sein. Ich fand, das hatte sehr Fadenbeigeschmack, mein Lieblingsmoderator, dass du gesagt hast, Ticketmaster, ein bisschen Spaß, Spaß muss sein. Du hast das schon negativ konnotiert. Spaß muss sein. Ich weiß, aber du hast es schon negativ beredet gerade. Ich hab's negativ beredet, alles klar. okay, Vorschlag Nummer 2 kommt von Sepp. Das habt ihr auch schon richtig erkannt. Spaß für deine Freizeit. Und Vorschlag Nummer 3, Tickets so einfach, kommt von Brammen. Damit habt ihr euch alle für den richtigen Slogan entschieden und bekommt alle einen Punkt. Einfach zu schlecht heute, Digga. Was ist los? Ja, aber viel geredet, aber dann trotzdem euch jeweils Ticket, für den Ticket richtigen haben. Vorschlag entschieden. So. Ich hoffe, ich berede jetzt nicht noch mal etwas negativ. Wir kommen zum nächsten Begriff im Duden. Ja, okay. Kurze Zündschnur heute bei Jay. Wir kommen zu einem Begriff aus dem Duden, den ihr mir bitte beschreiben sollt. Die Beschreibung beginnt mit einem kleinen Buchstaben, endet ohne Punkt. Klein vorne, hinten kein Satzzeichen, kein Punkt. Und der Begriff ist Augenweide. Den schreibe ich euch hier auch mal rein. Augenweide, groß geschrieben vorne. Der Begriff Augenweide und Beschreibung klein vorne, hinten keinen Punkt. 30 Sekunden Zeit ab jetzt. Und die Zeit ist abgelaufen. Und wir kommen zu den Vorschlägen für den Begriff Augenweide. Die Augenweide ist das laut Duden. Ein schöner Anblick einer Person, Objektes oder Landschaft. Oder Vorschlag Nummer 2 ist Augenweide. Sehr schöner ästhetischer Anblick, den etwas oder jemand bietet. Oder ist Vorschlag Nummer 3 die Augenweide. Anblick, der einen erfreut. Oder Vorschlag Nummer 4, Augenweide ist wunderschön. Oder Vorschlag Nummer 5, ein Synonym für etwas Schönes, was das Auge zu sehen bekommt. Das sind alle 5 Vorschläge und es beginnt wieder Sepp. Also 4 ist von Bram. Schöner Anblick, sehr schöner Anblick und Anblick. Ich nehme die 5. Okay. Damit kommen wir zu Bram. Der 5 ist raus, ist wieder ein davor. 3 ist raus, ist leider nicht klein geschrieben. Wenn ja, klein ohne Punkt, habe ich mir zumindest notiert.
Mit der wichtigen Information, die ich an Jay und Peter weitergeben muss, ne? Die Informationen sind schon längst angekommen. Also ja, die weiß ich schon vorher. Vielleicht hat sie ja jemand übersehen oder so. Deswegen sage ich dann einfach nur nochmal, weil da kann man ja nochmal drauf zeigen, ne? Ja, das kann man. Ja, kann man. Und deswegen nehme ich die. Ich nehme die 2. Okay. Jay. Frag mich, ob sich einer wirklich dran getraut hat, ästhetisch richtig zu schreiben, aber wahrscheinlich weiß auch keiner, ob ästhetisch richtig geschrieben ist oder nicht. Ich finde aber auf 1 finde ich einfach komplett passend. Deswegen nehme ich 1. Also, okay. Passt halt einfach. Und damit ist Peter der Letzte. Ich finde problematisch bei der 1, schöner Anblick einer Person und einer Landschaft verstehe ich, aber einer Objektes nicht. Dann müsste da was anderes stehen, meiner Meinung nach. Sondern zum Beispiel einer Person eines Objektes, weil einer Objektes ist ja falsch. Das ist richtig. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Das ist mir auch aufgefallen beim Tippen. Ich wollte vorher sagen. Aber ich fand das sehr gut. Ich fand das sehr gut. Hast du gut gemacht, Bram. Das ist mir leider auch erst aufgefallen, als Andi das vorgelesen hat. Ich mir dachte so, what? Oh shit. Wir nehmen auch Vorschlag 2. Auch wenn okay. Ich da die Kommasetzung weird finde, aber nehme ich trotzdem. So, ihr habt euch alle entschieden und ihr habt schon richtig erkannt. Vorschlag Nummer 1 kommt von Brammen. Damit eine bekommt Objektes. Bram aber trotzdem einen Punkt, weil Jay sich dafür entschieden hat. Vorschlag 5, für den sich Sepp entschieden hat, kommt von Jay. Na, schön. Damit Jay einen Punkt durch Sepp. Schön. Vorschlag 4 ist von Sepp. Kommt von Peter. Oh. Ah, war nicht Bram. Und Vorschlag 3 kommt von Sepp. Damit ist Vorschlag 2 korrekt. Und damit Bram und Peter jeweils auch nochmal einen Punkt. Oh Mann, Klein. Du, ich hätte das mit dem Großschreiben vergessen. Ich bitte. Alter, ich hätte das auch vergessen, Alter. Ja, das ist schon lange her, dass das gesagt worden ist. Ich find's so gut. Ja, da hätte auch ein Komma hingemusst, glaube ich. Anblick Komma, der einen erfreut, ja. Ja. Wäre richtig gewesen. Bramen 11 aktuell, Jay und Peter 7. Mir fiel nichts ein, 4. Außer dieses scheiß Ein immer. Und wir kommen zu einem Slogan, den ihr mir bitte nennt, und zwar für etwas, was ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar der Spiegel. Das Magazin, die Zeitschrift, wie auch immer man da genau nennt. Der Spiegel hat einen Slogan, den ihr mir bitte nennt. 30 Sekunden ab jetzt. Groß, klein? Klein? Vorne groß, hinten Punkt, sorry. 1. Und die Zeit ist vorbei. Die Muse hat mich heute Nacht Alter, leider angekackt und nicht geküsst, glaube ich. Ich freue mich schon auf die Bildkisses. Die jetzt von einem von euch kommen. Der Spiegel hat einen Slogan und der erste Vorschlag lautet: Nie aufhören zu hinterfragen. Auch nicht. Vorschlag Nummer 2 lautet: Richtig recherchiert. Vorschlag Nummer 3 ist alles schnell und kompakt. Vorschlag 4 lautet der Spiegel, der Wahrheit verpflichtet. Und Vorschlag Nummer 5, der Spiegel, Fakten seriös präsentiert. Und Bram beginnt. Herrlich. Ich Geil. Beginne. Ja. Okay. Also die 3 ist für mich raus, weil der Spiegel ist genau das nicht. Der ist weder schnell noch kompakt. Der ist ein bisschen langsam und dann so ganz ausführlich. Da, der Spiegel, der Wahrheit verpflichtet. Nehmen wir nochmal dieses Ticketmaster-Beispiel. Hat nicht so den Flow. Ich glaube, Peter sagte das. Der Spiegel, richtig recherchiert. Richtig rein recherchiert. Richtig rein recherchiert, Junge. Wir sind Achterhammiger, ja. Oder nie aufhören zu hinterfragen. Tja, ich finde ja die 1 eigentlich am geilsten. Ich nehme die 5.
Bitte was? Das kommt überraschend. Mhm. Okay, dann Jay. Hat mich überzeugt. Was ist das hier für ein Play von Bram? Da frage ich mich auch gerade. Debate! Wird Hinterfragen nicht auch groß geschrieben? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich würde auch sagen. Also, recherchiert. Recherche. Ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ich habe Angst, mich da zu verbrennen. Das ist richtig gesagt. Geschrieben, würde ich sagen. Ja, okay, dann ist das Peters. Boah, schnell und kompakt. Das würde ich aber auch eher zu Spiegel Online, wenn dann sehen, so als Beispiel und nicht der Spiegel. Der Wahrheit verpflichtet. Boah, dann nehme ich 4. Bleibt ja nichts anderes übrig, als ob das Fakten seriös präsentiert heißt. Das wäre super witzig. Ich nehme auch die 4. Ich nehme auch die 4. Das schreibt niemand von uns, der Wahrheit verpflichtet. Okay, Vorschlag Nummer 5 können wir kurz machen. Bram hat sich entschieden für Peter. Oh mein Damit Gott, bekommt Peter einen Punkt und so viel kann man sagen, der Wahrheit verpflichtet. Kommt von Bram. Nice. Bram hier 3 Punkte. Zu hinterfragen. Oh, dann ist es doch richtig geschrieben. Holy shit. Alles schnell und kompakt kommt von Sepp. Richtig recherchiert kommt von Jay. Und Vorschlag 1 ist tatsächlich korrekt. Nie aufhören zu hinterfragen ist der offizielle Slogan. Wir haben einen Rechtschreibfehler in ihrem Slogan. Nee, das ist doch nicht kein Rechtschreibfehler. Doch, weil doch, bestimmt. Okay, krass. Da Ach, wird Jakob Augstein auch schon drauf geachtet haben. Alter Vater. Damit 3 Punkte hier in dieser Runde für Bram. 14 war Punkte auch aktuell stark, für Bram. Der Wahrheit verpflichtet. Finde ich auch richtig stark. Das passt auch sehr gut. Ja. Wieso hast du meinen genommen, Bram? Ich wollte nur einen guten Gag machen. Ja, also die Sache ist die, ich wusste ja, was meins ist. Bei den anderen war ich mir nicht sicher. Und ich dachte erst, faktenseriös präsentiert wäre Sepp. Und dann habe ich auch auf die Punkte geguckt und dachte mir so, ja, hier, komm, ganz ehrlich, drückst du den Sepp. Hier, viel Spaß mit dem Punkt. Weißt du, weil ich wusste nicht, wie ich eine Geschichte aufbauen kann. Und deswegen habe ich gar nicht viel gesagt. Außer halt alles schnell und kompakt habe ich nochmal kurz diskreditiert und dann. Ja. Ja, so kam es dazu. Und damit führt jetzt Bram mit 14 Punkten vor Peter mit 8 Punkten. Also fast doppelt so viele Punkte hat Bram. Ja, richtig stark ohne von Bram, ja. Sepp 2. Und wir kommen zum einem Begriff aus dem Duden. Und dieser Begriff müsst ihr bitte präsentieren. Er beginnt mit einem kleinen Buchstaben. Also die Beschreibung beginnt mit einem kleinen Buchstaben, endet ohne Punkt. Klein vorne, hinten kein Punkt. Und der Begriff lautet Haderlump. Habe ich euch auch reingeschrieben. Haderlump, großes H vorne. Haderlump, kleiner Buchstabe vorne, hinten kein Punkt. 30 Sekunden ab jetzt. 1. Und die Zeit ist vorbei. Das wird heute nichts. Ein Haderlump ist Vorschlag Nummer 1. Ein genähter Gürtel. Oder ein Haderlump ist Vorschlag 2. Eine unsichere Person. Oder ein Haderlump ist Vorschlag Nummer 3. Ein umherstreifender Junge mit Unfug im Kopf. Oder Vorschlag Nummer 4, ein Haderlump ist ein liederlicher Mensch, verkommenes Subjekt. Oder Vorschlag Nummer 5, ein Haderlump ist ein Bettler. Und Jay hört der nicht zu? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das so schwer sein kann. Okay. Ich muss anfangen, oder? Nee, Jay. Jay beginnt. 10? Ja. Du kannst auch gerne anfangen, Sepp. Ach nee, wir sind ja 4. Gar kein Problem. Ich dachte, wir wären 5. Boah, ja, ist das schwer. Also für mich ist halt eigentlich nur. Für mich ist eigentlich. Boah. 4? Ich nehme 4. Okay, schnelle Entscheidung. Kommen wir zu Peter. Ich weiß nicht mal, was liederlich bedeutet. Also, das hat sich doch keiner einfallen lassen. Außer Bram hat mich ja schon wieder reingelegt. Aber ich nehme auch die 4. War das mit widerlich? Ja, widerlich kenne ich, aber liederlich kenne ich nicht. Immerhin, widerlicher Mensch, verkommenes Subjekt hat sich auf die 4 geschrieben. Okay, damit fehlt nur noch Bram. Ja, könnte ja sein, dass ich mich da verschrieben habe, oder?
Ja, kauf aber verkommenes Objekt würde dir auch nicht einfallen. Dann kaufst du mir nicht ab, ja. Nee, kauf ich dir nicht ab. Nee, dann würde ich mir selbst auch nicht abkaufen. Ich bin auch kein liederlicher Mensch. Ich habe auch gerade immer auf die Tastatur geguckt, das W ist so weit weg vom L. Also, das ist... Außerdem wird doch dann widerlich, wird doch mit Ino geschrieben, oder? Aber da könnte man doch... auch. Aber ich glaube, doppelt verschrieben. Also, glaube ich nicht. Also, Lieder, keine Ahnung, was liederlich heißt, ja. Ja, ich nehme auch die 4. Gut, alle nehmen die 4 und damit haben sich alle für den korrekten Begriff, für die korrekte Beschreibung entschieden. Ich meine, wir sollen darauf kommen, wenn sowas die richtige Antwort ist, ist es für uns unmöglich, irgendwas zu liefern, was auch nur ansatzweise in die Richtung kommt. Ja, das stimmt. Ja, damit eine Nullnummer, beziehungsweise für jeden gibt es einen Punkt. Bettler, der natürlich sehr schön, wie man sieht, mit einem kleinen Buchstaben beginnt, ist von Brammen, so wie ich das auch gesagt habe. Schreibst du dir doch immer auf, Bram, ne? Hab ich auch. Ich hab geschrieben, klein ohne Punkt. Bettler groß geschrieben. Der umherschreibende Junge mit Unfug im Kopf ist von Sepp. Und die unsichere Person ist von Jay. Damit kommt der genähte Gürtel von Peter. Keine Punkte hier jeweils. Mein Kopf war zu lange damit beschäftigt, ob Bettler mit einem T oder mit zwei geschrieben. Bevor der deine so noch mal in diesen Recap gegangen ist. Ja. Naja. Sehr schön. Okay, damit müsst ihr mir den letzten Slogan nennen für diese heutige Folge. Und zwar, es geht um den Slogan der M&Ms. Ach du Scheiße. Und der beginnt mit einem großen Buchstaben und endet mit einem Punkt. Ich schreibe das hier gerade noch rein. M&Ms, das wird offiziell so geschrieben. M&Ms, großer Buchstabe vorne, hinten einen Punkt, 30 Sekunden ab jetzt. Eins. Und die Zeit ist vorbei. Oh, scheiße. Ah, what? Ja, jetzt bist du das, wa? Ich bin mal so. Ich hab's mal probiert. Okay. M&Ms, Vorschlag Nummer 1, der Slogan. Einer geht noch. Oder Vorschlag Nummer 2, M&Ms, voll auf die Nüsse. Auch geil. Oder Vorschlag Nummer 3, M&Ms, bunter Spaß für alle. Wieder Spaß. Oder Vorschlag Nummer 4, M&Ms, frecher Genuss. Oder Vorschlag Nummer 5. Lach schon. Sorry, Contenance. Vorschlag Nummer 5. M&Ms. Egal ob in Rot oder Blau, schmeckt wie die Sau. Nice. So. Peter, okay. Beginnt. Das ist schwieriger, als ich erwartet habe. Nimm die 5. Scheiß auf das Komma, was fehlt. Also 5 ist ja, glaube ich, Quatsch. Einer geht noch, finde ich, zu krass, weil das ist so hier noch ein, das würde man noch nicht als, also außerdem ist das halt so, einer geht noch rein. Voll auf die Nüsse kann es sein, weil das hat doch auch nicht nur Nüsse. Das, die besten sind ja die ohne Nüsse, das sind die Crispies. Bunter Spaß für alle. Das sind Smarties, oder? Nee, ohne Nüsse sind, die haben auch M&Ms ohne Nüsse. Es gibt die doch blauen. 3 verschiedene. Es gibt mit Crispy Nüssen und mit Schokolade so. Ja, der ist so voll auf die Nüsse Quatsch. Bunter Spaß für alle ist halt dieses so, Spaß für alle ist lame. Frecher Genuss klingt mega kacke. Ja, Peter, was nimmst du? Nimmst du Vorschlag 6 oder was? Ich finde alle nicht gut. Das finde ich jetzt richtig belastend. Ich nehme die 3. Ist das eine Frage oder ist das eine Aussage? Boah, du nimmst das, was am lamesten ist? Es ist am lamesten. Ja, ich nehme das, was am lamesten ist. Okay, Peter nimmt die Nummer 3 und Sepp ist der Nächste. Ich finde das auch schwierig, weil das, man merkt, es geht gegen Ende. Wir sind alle ein bisschen aufgebraucht. Guter Spaß für alle. Das ist halt super generisch, aber alle anderen sind echt keck. Wobei, die sind schon manchmal keck.
Aber frecher Genuss gar nicht so bad. Aber die sind ja nur in der Werbung frech, nicht die Dinger selber. Also sind ja keine Gesichter drauf oder so. Einer geht noch, ja. Ich gehe auch mit 3. Okay, dann Brammen. Ja, also ich war in Berlin vor kurzem noch im M&M-Store. Der ist super interessant, wenn du reingehst, dann riecht es hart nach Schokolade, weil die da überall so Aromadinger stehen haben. Aber wenn du reinkommst, steht da, egal ob rot oder blau, schmeckt wie die Sau. Nice. Nein, das stimmt nicht. Das steht da nicht. Aber die Sachen sind angeordnet in so riesigen Tubes, die vom Boden bis zur Decke gehen, in denen M&Ms in der jeweiligen Farbe drin sind. Dann kannst du diese abmachen und darüber steht bunter Spaß für alle, meine ich. Dass ich das, als ich das gelesen habe, habe ich mich daran wieder erinnert und deswegen nehme ich auch die 3. Okay, dann ist Jay in dieser Runde der Letzte Debate. Mit seinem Vorschlag. Seine Schätzung. Dann mache ich es jetzt noch spannend, wenn es wirklich Peter ist, dann kriegt er halt dadurch 3 Punkte, dann kommt er vielleicht noch am Bram dran. Deswegen nehme ich das auch. Ich hätte sonst 1 genommen. Huch. Dann habt ihr euch alle für Vorschlag Nummer 3 entschieden. Und schade, wäre so toll gewesen, hätte ich wenigstens mal einen Punkt. Nummer 3 ist auch korrekt. Damit haben alle von euch einen Punkt bekommen. Ja. Was eine lame Antwort. Ja, besser ist Vorschlag 5. Der kommt von Bram. Frecher Genuss, den Peter so schön als sehr schlechten oder es klingt scheiße oder so, hast du gesagt, kommt von Peter. Fand ich aber auch, ich fand mich selber kacke. Voll auf die Nüsse ist von Jay und damit ist einer geht noch von Sepp. Ich hatte erst, das schmeckt und dann kam ich mir, egal ob rot oder blau. Aber dann habe ich mich auch noch vertippt und dann musste ich. Und dann habe ich, hat Andi aber Gott sei Dank nochmal das Korrigierte genommen, was man nochmal hätte korrigieren müssen, na egal. Ja, okay. Damit alle einen Punkt, 16 Punkte Brammen führt damit und ist, so wie ich das sehe, jetzt glaube ich auch nicht mehr einholbar. Aber Peter und Jay, Jay hat 9, Peter 10 und da wird es noch eng holen. Und Sepp kann hier auch noch mal was reißen mit 6 aktuell. Das heißt, wir kommen zum letzten Begriff, den ihr mir bitte aus dem Duden erklären sollt. Und es geht um den Begriff. Die Erklärung ist übrigens vorne kleinen Buchstabe, hinten kein Punkt. Der Begriff ist Splitterfasernackt. Splitterfasernackt, das... Ach, Mensch. So, ich kann nicht einfügen. Splitterfasernackt, vorne klein, hinten kein Punkt. 30 Sekunden ab jetzt. Und die Zeit ist vorbei. So, okay. Vorschlag Nummer 1. Splitterfasernackt. Im Duden steht dazu völlig nackt. Oder Vorschlag Nummer 2. Splitterfasernackt. Im Duden steht komplett nackt. Vorschlag Nummer 3. Splitterfasernackt ist ohne jegliche Körperbedeckung. Oder Vorschlag Nummer 4. Splitterfasernackt ist starkes Adjektiv für nackt. Ist ein starkes Adjektiv für nackt. Oder Vorschlag Nummer 5. Splitterfasernackt ist ohne Kleidung. Und Sepp beginnt in dieser letzten Runde. Ah. Nimm die 3. Das ging schnell. Ja, ne, da müssen wir ja noch was zu sagen. Wir können jetzt hier nicht einfach. Zwischen Jay und Pete geht es ja auch noch was. Also Sepp könnte mich auch noch reinholen. Genau. Das ist richtig. Sepp könnte sogar mit Peter gleichziehen. Kruse hat mich heute echt gefickt. Könnte er auch. Das ist ja sogar noch besser als küssen. Kommt drauf an, wer die Muse ist, Peter. Okay, gehen wir mal alle Theorien kurz durch, die wir haben. Peter hat schon mal gesagt, wenn was mehrfach dabei ist, ist Kacke. Also wir haben 3-mal nackt und 2-mal ohne. Also das ist gar nichts. Nach der Logik. Ich nehme also die 6. Nee, aber puh. Ein starkes Adjektiv für nackt. Dementsprechend müsste der Duden auch schwache Adjektive haben. Ich glaube nicht, dass er bewertet. Ja komm, komplett und völlig ist doch beides Banane. Banane? Also 3 oder 5.
Ah, jegliche ist auch wieder so ein schönes Wort. Das würde ich Peter zutrauen. Ohne Kleidung. Hm, das gleiche wie die drei, nur ein bisschen bäuerlicher ausgedrückt. Würde ich Jay zutrauen. Was würdest du mir zutrauen? Die fünf? Ich würde ja tatsächlich auch die drei zutrauen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass im Duden drei Wörter stehen für Schmidt-Abwasser-Nackt. Ich gehe auch mit der drei. Okay, dann Jay. Find ich schwierig. Ich nehme eins. Okay, und damit ist Peter der Letzte, der hier seine Einschätzung abgibt. Finde ich auch schwierig. Also ich glaube persönlich nicht, dass es drei ist. Weil es deins ist. Nee. Ich weiß nicht, das wirkt falsch. So, du hast ja häufig im Duden hatten wir das schon, dass das einfach nochmal exakt gleich erklärt wird. Ohne jegliche Körperbedeckung. Aber dann bräuchten wir Splitterfaser und Nacktheit in einem Satz. Ja. Starkes Adjektiv für nackt halte ich auch für Quatsch, weil es scheint ja kein Adjektiv zu sein. Aus irgendeinem Grund ist es groß geschrieben, was ich sehr verwirrend finde. Der Splitterfaser nackt. Ja, das heißt doch, du bist Splitterfaser nackt. Das ist doch wieder klein geschrieben. Ja, aber da steht es groß. Ja, aber das ist ja nicht. Du kannst ja nicht. Das ist ja nicht der, die das Splitterfaser nackt. Ja, deswegen bin ich auch verwirrt. Ich glaube, das ist komplett Duden. Irrelevant. Also ich wüsste nicht, wen ich als Splitterfaser nackt bezeichnen würde. Also was für ein welches Ding oder was auch immer. Ich nehme die 5. Gut. Damit sind alle Einschätzungen getätigt worden. Und Vorschlag Nummer 5, für den sich Peter entschieden hat, ohne Kleidung, kommt von Brammen. Damit hat Bram einen weiteren Punkt. Das war ein guter Tag, ey. Ihr habt mir richtig gegönnt. Hat jetzt 17. Schauen wir mal, ob da noch einer dazukommt. Oh, vielleicht komme ich dran. Boah, ich hatte Sorge, dass Jay seinen eigenen genommen hat. Sonst hätte ich auch die 1 genommen. Hab ich nicht. Fuck, wenn Jay nicht die 1 genommen hätte, hätte ich die 1 genommen. Hab ich nicht. Die 4 ist meins. Genau, 4 ist starkes Adjektiv für nackt ist von Jay. Dafür hat sich niemand entschieden. Was die anderen haben. Vorschlag Nummer 2, komplett nackt. Scheiße. Kommt von Peter. 3 ist Sepp. Fuck. Vorschlag Nummer 3, ohne jegliche Körperbedeckung. Kommt von Sepp, damit ist Vorschlag 1 korrekt. Hey. Bekommt einen Punkt. Ich war voll nah an der Erklärung mit komplett nackt und völlig nackt. Scheiße. Ja, damit bekommt Sepp einen Punkt, nicht zwei, einen Punkt. Er hat sich auch für seine eigene entschieden. Ja, immerhin habe ich Peter bekommt keinen Punkt. Jay einen und Brammen einen. Damit hat Brammen gewonnen. 17 Punkte. Nice. Passt. Dann aber auch herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir einen geteilten Platz 2 mit jeweils 10 Punkten, Jay und Peter. Und Sepp mit 7 Punkten auf Platz 3. Ja, das war eine Folge Sloxicon-Quiz. Sloxicon! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch bei den anderen Videos rein, die heute noch so kommen. Und bis dahin, haut rein. Tschüss! Tschüss! Hallo!